Da hat er zu viel gewollt. Absolute Höchstschwierigkeit, absolutes Hammerteil. Aus dem Handstand wieder in die Kreisflanken zu kommen. Unglaublich viel Kraft notwendig dafür. Vielleicht wollte er es einfach mal probieren. Zum Abschluss des Jahres. Mal gucken, was er da noch draufpacken kann. 2015, ja, das vorolympische Jahr mit den Weltmeisterschaften in Glasgow, der Olympia-Qualifikation. Da sitzt er beinahe auf den Pauschen und kann es nicht mehr halten. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Rotorblätter eines Hubschraubers, wie die sich da drehen, die Turner, und dabei noch den Griffwechsel auf diesen Pauschen vollführen. Kann passieren. Was noch so alles passiert beim internationalen DTB-Pokal, können Sie uns gerne fragen über Facebook und dort die Seite SWR Sport im Südwesten. Wir begleiten Sie aktuell in der zweiten Liga beim SV Sandhausen gegen den RB Leipzig.